Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir hatten ja in der letzten Predigt begonnen, eine Serie zu behandeln, die sich mit den sieben Siegeln im Buch der Offenbarung beschäftigt. Und wir hatten ja uns bereits mit den ersten vier Siegeln im Buch der Offenbarung beschäftigt, die Siegel, die Jesus Christus, das Lamm, aufbrach, um zu zeigen, was in der Zukunft in prophetischer Weise hier auf Erden geschehen würde. Und wir hatten festgestellt, dass wir uns auf die Predigten beziehen müssen, die Jesus Christus selbst gab, die Predigten, die man in Matthäus Kapitel 24 und auch in anderen Parallelstellen findet, die sogenannten Ölbergprophezeiungen, um erkennen zu können, was mit diesen Siegeln gemeint ist. Wir hatten auch bereits uns mit dem ersten Siegel beschäftigt, das ja den ersten Reiter, der vier Reiter der Apokalypse darstellt, den Reiter auf dem weißen Pferd. Und wir hatten gesehen, dass die meisten heute eine falsche Vorstellung von diesem Reiter haben, weil sie meinen, dass es sich hierbei um den Siegeszug des wahren Christentums über alle Welt handelt. Und wir hatten gesehen, dass dies keineswegs der Fall war. Genau das Gegenteil ist der Fall. Jesus Christus hat damals in Matthäus 24 seinen Jüngern gesagt, dass man aufpassen muss, sich nicht verführen zu lassen von falschen Predigern, von falschen Ideen, von falschen religiösen Vorstellungen. Und dass es sich bei diesem ersten Reiter in Wirklichkeit gar nicht um den Siegeszug des wahren Christentums handelt, sondern um den Siegeszug eines falschen Christentums, einer falschen Religion. Wir hatten gesehen, dass ein falsches Evangelium bereits zu den Zeiten von Paulus verkündigt wurde. Wir hatten gesehen, dass ein falscher Jesus Christus verkündigt wurde, jemand, der kam, das Gesetz seines Vaters abzuschaffen. Aber Christus selbst hat ja gesagt, ich bin nicht gekommen, abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Und wir hatten auch die anderen drei Pferde der Reiter der Apokalypse uns angeschaut. Das rote Pferd und dann das schwarze Pferd und dann das fahle Pferd. Wir hatten gesehen, dass sich dies auf Kriege bezieht, auf Hunger und auf Seuchen. Und ich möchte kurz heute noch einmal darauf eingehen. Aber zunächst ein Wort in eigener Sache. In unseren Predigten stellen wir fest, dass da viele ihre Kommentare abgeben. Hauptsächlich auf YouTube, aber auch woanders. Und das Problem, das sich uns stellt, ist nun, sollen wir überhaupt Kommentare zulassen oder nicht? Ich stelle diese Frage bewusst, weil es da einige gibt, die versuchen wollen, ihre absolut blödsinnigen Ideen an den Mann zu bringen, anzufangen zu predigen, aber falsche Dinge predigen. Manchmal in beleidigender Weise, manchmal in gotteslästerlicher Weise. Wir mussten bereits einige schon sperren, weil es einfach zu viel wurde. Aber wir haben eben nicht die Zeit, alles das zu kontrollieren. Und so stellt sich nun die Frage, sollen wir überhaupt Kommentare zulassen? Ich verstehe das Problem. Das Problem ist, dass einige von Ihnen, viele von Ihnen, gerne positive Kommentare abgeben wollen, aber auch Kommentare, die sinnvoll sind, die gute Fragen stellen. Aber dann gibt es andere, die kommen, ihre eigenen unsinnigen, unbiblischen, ungöttlichen Ideen von sich zu geben. Und so möchte ich mal ein wenig von Ihnen hören, was Sie davon halten. Was meinen Sie, was sollten wir tun? Sollten wir grundsätzlich Fragen zulassen oder nicht? Nun, jemand, der eine Frage an mich direkt hat, der kann mir natürlich immer persönlich schreiben über meine E-Mail. Darum geht es jetzt nicht. Aber natürlich ist es manchmal auch vielleicht gut, eine Frage zu stellen oder eine Aussage zu treffen, die eben mehr im öffentlichen Bereich liegt. Also wie gesagt, ich würde gerne von Ihnen hören in dieser Beziehung. Aber um Ihnen noch einmal das Problem deutlich zu machen, wir sprechen ja von dem ersten Reiter jetzt, dem ersten Reiter der Apokalypse, der falschen Religion. Da gibt es Leute, die jetzt anfangen, uns zu beschuldigen, dass wir die Bibel verdrehen. Und sie sagen, ja, wir müssten uns natürlich jetzt an die Bibel halten und damit an die höchste Autorität der Christenheit, den Papst. Wir müssten an das Turiner Grabtuch glauben. Wir müssten an Rosenkranzbeten glauben. Wir müssten daran glauben, dass Maria nicht nur eine ewige Jungfrau geblieben ist, sondern dass sie jetzt im Himmel sei und dass sie dort als Himmelskönigin gekrönt worden ist. Wo doch Jeremia uns warnt, nicht jemanden anzubeten, der als eine Himmelskönigin angeblich im Himmel regiere. Gott sagt, das ist eine verdammungswürdige Praxis. Wir sehen also das Problem. Wir sehen, wie falsche Ideen auf einmal jetzt hineingebracht werden. Und wenn man nicht aufpasst, kann man dadurch verführt werden. Und deswegen die Frage wiederum.
Sollen wir solche Kommentare zulassen? Sollen wir überhaupt Kommentare zulassen oder nicht? Einige schrieben mir, ich sollte ein wenig über Weihnachten sprechen und das einmal klarstellen, was eigentlich jetzt mit Weihnachten, was davon zu halten ist. Nun, wir haben einige Predigten bereits darüber abgegeben und Sie können auf unsere Webseite gehen, auf postenstehen.de, und Sie finden dort zumindest zwei Predigten über das Weihnachtsfest und sogar auch eine auf Postenstehen-Sendung, die ein wenig kürzer ist, die sich auch mit dem Weihnachtsfest behandelt. Ich würde vorschlagen, wenn Sie da Fragen haben, sich einmal dies anzuschauen. Und dann haben wir auch eine Broschüre veröffentlicht, das Geheimnis des Weihnachtsfestes. Die befindet sich auch auf unserer Webseite unter Broschüren auf postenstehen.de, die sich auf die Ursprünge und auf die Idee dann einlässt, wie überhaupt es zu dem sogenannten christlichen Weihnachtsfest gekommen ist. Schauen Sie, es geht hier auch wiederum um den ersten Reiter der Apokalypse, um falsche Religion, um Verführung. Schauen Sie, das Weihnachtsfest gab es ja bereits lange vor Christus. Es ist ja nicht mit Christus entstanden. Wir wissen ja auch, dass Christus keineswegs am 25. Dezember geboren sein kann, wenn man der Bibel glaubt. Aber wir wissen auch, dass es sogenannte Sonnengötter gab. Und Baal ist der hauptsächliche dieser Sonnengötter, der am 25. Dezember verehrt wurde, weil er angeblich an diesem Tag geboren worden ist. Da hat man Geschenke gefunden unter seinem Baum, einem Tannenbaum, am 25. Dezember. Das ist die Legende. Und wir sehen jetzt, wie alles dies in das sogenannte Christentum hineingeschleust wurde, weil man eben versuchen wollte, diese heidnischen Befürworter eines falschen Gottes zu einem Befürworter des wahren Gottes zu bringen, aber hat dann natürlich auch versucht, diese heidnischen Elemente beizubehalten. Und die Bibel verdammt das eindeutig. Die Bibel sagt, ihr könnt Gott nicht auf solche Weise dienen. Gott sagte damals den Israeliten, ihr sollt nicht nachforschen, wie die Heiden ihre Götter verehrt haben, und er soll dann beginnen, mich auf diese Weise zu verehren. Ihr könnt Gott so nicht verehren. Paulus sagt, was für eine Gemeinschaft besteht zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Paulus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und Dämonen. Ihr könnt nicht von dem Kelch Christi trinken und von dem Kelch der Dämonen. Christus sagt, Gott sagt, weicht von denen weg. Sondert euch ab, und dann werde ich euch annehmen, dann werdet ihr meine Söhne und Töchter sein. Wenn ihr nichts Falsches anfasst, sozusagen. Das sind alles wichtige Prinzipien, die man verstehen muss, wenn man begreifen will, was mit dem ersten Reiter der Apokalypse, dieser falschen Verführung, dieser falschen Idee, der falschen Religion gemeint ist. Wir hatten uns auch schon mit der Frage befasst letztes Mal, dass Kriege geführt worden sind im Laufe der Menschheitsgeschichte, die in vielen Fällen religiös motiviert waren. Schauen Sie, wir lesen, und wir hatten das bereits in der letzten Sendung gesehen, in Offenbarung Kapitel 6 und Vers 8, und ich möchte diese Stelle noch einmal vorlesen. Offenbarung 6 und Vers 8, da heißt es, ich sah und siehe ein fahles Pferd, das ist also dieses letzte Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod und die Hölle, also Hades, wie wir gesehen hatten, das Grab, folgte ihm nach. Und dann heißt es, und ihnen, jetzt bezieht sich dies auf alle vier Pferde der Apokalypse. Alle vier. Sowohl das Weiße, als auch das Rote, als das Schwarze und das Fahle. Also alle vier. Ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Das weiße Pferd ist mit eingeschlossen. Nun könnten einige sagen, ja, wie kann aber das weiße Pferd, das hier lediglich religiöse Verführung darstellt, verantwortlich sein, mitverantwortlich sein, am Tode von einem Viertel der Menschheit? Nun, wussten Sie zunächst einmal, wie viele Menschen es heute auf Erden gibt? Wenn man diese Stelle auf uns heute bezieht, dann würde sich Folgendes ergeben. Es leben heute ungefähr 7 Milliarden Menschen auf Erden. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Viertel der Menschheit durch diese vier Reiter der Apokalypse getötet werden, und wenn man das auf den heutigen Zeitpunkt bezieht, dann bedeutet dies, dass 1,75 Milliarden Menschen, also fast 2 Milliarden Menschen, durch diese vier Reiter der Apokalypse umkommen werden. Wie kann das sein?
Nun schauen wir uns einmal historisch an, was bereits geschehen ist. Wussten Sie zum Beispiel, dass weitaus mehr Menschen durch religiös motivierte Kriege umgekommen sind, als durch nicht religiös motivierte oder politische oder gottlose Kriege? Wussten Sie, dass Schätzungen gemäß 1 Milliarde von Menschen bis jetzt durch religiöse Kriege umgekommen sind? 1 Milliarde. Und wenn wir uns jetzt überhaupt die Statistik anschauen des 20. Jahrhunderts von den Kriegen, die geführt wurden, allgemein, dann finden wir, dass zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg zwischen 60 bis 70 Millionen Leute umkamen, im Ersten Weltkrieg 20 Millionen und in dem russischen Bürgerkrieg, der also von 1917 bis 1922 währte, ungefähr 5 bis 9 Millionen. Das bezieht sich lediglich auf die großen Kriege im 20. Jahrhundert. Aber Sie sehen die gewaltigen Massen von Menschen, die durch Kriege alleine gestorben sind, sterben können. Aber es geht ja nicht nur alleine um Kriege. Es geht ja nicht nur alleine um religiös motivierte Kriege. Es geht eben auch um zum Beispiel Hunger. Nun wussten Sie, dass im 20. Jahrhundert ungefähr 70 Millionen Menschen durch Hunger umgekommen sind. Und dann schauen wir uns einmal Seuchen an. Wussten Sie, dass durch die spanische Grippe, die ja so von 1918 bis 19 währte, schätzungsweise innerhalb der ersten 6 Monate 100 Millionen Menschen umgekommen sind? Und wenn wir uns den schwarzen Tod, die Pest, anschauen, 34 Millionen Menschen sind damals in Europa alleine im 12. und 13. Jahrhundert gestorben. Das war damals 1/3 der gesamten europäischen Bevölkerung. Und man geht davon aus, dass in Indien und in China noch mehr gestorben sind. Also man muss diese Statistik dann um diese weiteren Toten in solchen Gegenden erweitern. Also geschichtlich hat es schon viele, viele Menschen gegeben, die gestorben sind. Aber wenn die 4 Reiter der Apokalypse reiten, dann, wie es heißt, werden 1/4 aller Menschen durch diese Reiter umkommen. Aber Jesus Christus, wie wir gesehen hatten, hat ja auch vor Erdbeben gewarnt, die auch während dieser Zeit an Stärke zunehmen würden. Aber wissen Sie, in Offenbarung Kapitel 16 schauen wir uns auch dies kurz einmal an. Das geht natürlich ein bisschen jetzt weiter noch in die Zukunft, aber es geht um die zunehmende Aktivität von Erdbeben. In Offenbarung Kapitel 16 lesen wir, was uns die Bibel in Vers 18 sagt. Da heißt es, und es geht um den ungefähren Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt. Offenbarung 16, Vers 18, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner. Und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Ein solches Erdbeben, so groß. Also hier wird gesagt, es wird noch zu einem Erdbeben kommen, das größer sein wird als jedes Erdbeben, das es auf Erden gegeben hat, seitdem Gott Menschen erschaffen hat. Nun, dann schauen wir uns einmal die potenzielle Größe an. Das bislang größte Erdbeben, das also gemessen wurde, war ein Erdbeben, das in Chile stattfand im Jahre 1960. Und es hatte eine Größe von 9,5 auf der Richterskala. Das größte Erdbeben in den Vereinigten Staaten war das in Alaska im Jahr 1964 mit einer Größenordnung von 9,2. Und man geht davon aus, dass das größte Erdbeben in Europa das Lissabon-Erdbeben war im Jahre 1755 mit einer ungefähren Größenordnung von 9,0. Die Bibel sagt uns, es wird zu einem Erdbeben kommen, das größer sein wird als das größte Erdbeben, was bislang auf Erden existiert hat. Und wenn man davon ausgehen will, und man muss auch davon ausgehen, dass natürlich in früheren Zeiten es diese Richterskala noch gar nicht gab, aber gehen wir ruhig einmal von dem Erdbeben in Chile aus im Jahr 1960. Das hatte eine Größenordnung von 9,5. Das Erdbeben, das kommen wird, wird höchstwahrscheinlich eine Größenordnung von 10 oder mehr haben. Das ist prophezeit. Das sagt uns die Bibel. Die Bibel warnt uns vor diesen Dingen, die kommen werden, aus gutem Grunde.
Wenn es um die vier Reiter der Apokalypse geht, also diese vier Pferde, die wir besprochen haben, diese ersten vier Siegel, dann muss man begreifen, dass die erst diese kataklysmischen Bewegungen in Gang setzen. Es wird noch weitaus schlimmer kommen. Und die Reiter werden natürlich fortfahren zu reiten. Aber es wird dann zu dem nächsten Ereignis kommen, dem fünften Siegel. Und schauen wir uns dies einmal an. In Offenbarung Kapitel 6. Offenbarung Kapitel 6. Nachdem die ersten vier Siegel geöffnet worden waren, die ersten vier Reiter der Apokalypse begonnen haben zu reiten, dann heißt es in Vers 9, und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten, wie sie. Es wird hier von einem Massenmartyrium der Gerechten Gottes gesprochen, das noch kommen wird. Das noch in der großen Trübsal kommen wird, denn es geht hier bei diesem fünften Siegel um die sogenannte große Trübsal oder auch große Bedrängnis, wie einige Übersetzungen es bringen. Es geht hier um eine schreckliche Zeit der Christenverfolgung, der wahren Christenverfolgung, die noch kommen wird. Schauen wir uns zunächst einmal, aber wir kehren gleich zur Offenbarung Kapitel 6 zurück, aber schauen wir uns zunächst einmal Matthäus 24 an, wo Christus dies näher beschreibt. In Matthäus Kapitel 24 lesen wir, wenn wir daran denken, dass wir ja in den Versen 5 bis 7 über die ersten vier Reiter der Apokalypse gelesen haben, über falsche Verführung, über Kriege, über Hungersnöte, über Seuchen. Und dann sagt er in Vers 8, in Matthäus 24, das alles ist der Anfang der Wehen. Das wird dann so dargestellt, dass die Erde in Geburtswehen steckt und eben eine Geburt erwartet. Und die Geburt wird erfolgen, jetzt symbolisch gesehen, wenn Jesus Christus zurückkommt, um diese falsche Zivilisation abzuschaffen, sie mit der richtigen, wahren Zivilisation zu ersetzen, die er aufrichten wird. Und dann sagt er hier aber in Vers 9, denn sie werden euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Es geht also hier wiederum um diese Bedrängnis, um diese Trübsal, von der wir gerade in der Offenbarung gelesen haben, das fünfte Siegel. Und ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen, von allen Völkern. Warum werden wahre Christen, denn darum geht es ja hier, gehasst werden, um des Namens Christi willen, des wahren Christi, von allen Völkern? Nun, weil ihre Lehre ganz anders aussehen wird, wie die Lehre, die die Völker gerne hören möchten. Ob es sich dabei um sogenannte christliche Völker handelt oder um nichtchristliche Völker. Die wahre Lehre Christi beinhaltet zum Beispiel eine absolute Ablehnung von Kriegen unter Menschen. Christus lehrt keineswegs, dass wir das Schwert ergreifen sollen, um Krieg zu führen, aus was für Gründen auch immer. Christus sagt, wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Sehen Sie, wie katastrophal das für viele Menschen aussehen wird, die heute Kriegstreiber sind, Kriegstreiberei betreiben, die davon ausgehen, wir müssen jetzt dieses Land anfallen oder da einfallen und wir müssen uns jetzt gegen Angriffe verteidigen. Christus lehrt dies keineswegs. Und so gibt es viele Dinge, die der wahre Christus lehrt, die das wahre Evangelium lehren, die heute nicht gelehrt werden. Nein, Jesus sagt hier deutlich, ihr werdet um meines Namens willen gehasst werden von allen Völkern. Vers 10. Und dann werden viele abfallen. Christus sagt, es wird zu dem Zeitpunkt ein großer Abfall kommen. Viele werden abfallen von der wahren Lehre, die sie angenommen hatten, die sie erkannt hatten. Denn der Druck wird zu schwer werden. Sie werden abfallen. Sie werden sich untereinander verraten.
Und die werden sich untereinander hassen. Und dann werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen, wie wir das bereits in der letzten Sendung gesehen haben. Und dann heißt es, und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Nun schauen Sie, wir hatten gesehen, Gerechtigkeit ist das Halten der Gebote Gottes. Ungerechtigkeit ist natürlich dann das Ablegen der Gebote Gottes, das Übertreten der Gebote Gottes. Und diese Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Und die Liebe wird in vielen dann erkalten. Aber die Liebe, um die es hier geht, ist das griechische Wort Agape, das göttliche Liebe beschreibt. Es sind Menschen, die göttliche Liebe hatten. Und göttliche Liebe kann man nur dann erhalten, wenn man den Heiligen Geist hat. Denn es ist der Heilige Geist Gottes, der einem diese Liebe gibt. Schauen Sie, es werden wahre Christen abfallen. Sie werden sich falschen Lehren anschließen. Aus diesem Grunde werden sie dann sündigen. Weil diese falschen Lehren sagen werden, das Gesetz ist nicht mehr länger zu halten, das braucht ihr nicht mehr zu halten. Und dann wird natürlich die Liebe Gottes in ihnen erkalten. Schreckliche Warnungen, die uns Christus hier gibt. Aber auch Paulus sagt uns dies, wie ich das bereits erwähnt habe im Thessalonikerbrief, dass es zu einem Abfall kommen wird. Und scheinbar im gleichen Zeitpunkt wird der Mann der Ungerechtigkeit sich offenbaren, dieser falsche Prophet, der sogar von sich vorgeben wird, Gott zu sein, der im Tempel Gottes sitzen wird, der die Macht haben wird, von Satan motiviert, Wunder zu tun, falsche Zeichen zu tun, sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herunterzurufen. Menschen werden sich verführen lassen, Christen werden sich verführen lassen, werden abfallen von der Wahrheit. Und nun schauen wir uns an, was Christus hier in Vers 13 sagt. Wer aber beharrt bis ans Ende, das Ende dieser jetzigen, gegenwärtigen Zivilisation, der wird selig werden, der wird gerettet werden, physisch, der wird dieses alles überleben können, was hier beschrieben wird, aber auch, was noch wichtiger ist, im geistigen Sinne. Er wird eben nicht abfallen, er wird sich eben nicht verführen lassen, er wird der Wahrheit weiterhin anhangen, trotz aller Beschwernisse. Und er wird gerettet werden, er wird das Heil erlangen. Und dann gibt er uns ein Zeichen, in Vers 14, um auch deutlich zu machen, was der Zeitpunkt hier ist. Es geht um die heutige Jetztzeit. Die große Trübsal ist etwas, die noch kommen wird. Dieses Martyrium wahrer Christen wird noch kommen. Was ist der zeitliche Zusammenhang? Vers 14. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich Gottes. Schauen Sie, es gibt nur ein Evangelium. Man hat seit 2000 Jahren von einem Evangelium gehört und man hört immer wieder von einem Evangelium, aber nicht von dem wahren. Das Zeichen, das Christus hier gibt, dass seine Zukunft oder seine Wiederkehr unmittelbar bevorsteht, ist dieses. Es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich Gottes. Und Sie müssen verstehen, was das Reich Gottes ist. Gott ist eine Familie, Gott ist eine herrschende Familie. Gott wird hier auf Erden herrschen. Christus wird auf dem Thron Davids sitzen, der dann in Jerusalem sein wird und über alle Welt herrschen. Nicht vom Himmel aus, wie einige falsch dies behaupten, sondern hier auf Erden. Und wir haben die Möglichkeit, wenn wir uns qualifizieren, mit ihm, unter ihm, hier auf Erden zu herrschen. Zunächst einmal für 1000 Jahre, für das Millennium und dann weiter während des großen weißen Throngerichtes. Dies Evangelium vom Reich, das auch die Herrschaft Gottes über die Erde beinhaltet, die noch kommen wird. Denn heute ist Satan der Gott dieser Welt, der über die Erde herrscht. Aber Christus wird diese Herrschaft übernehmen. Das wird gepredigt werden in der ganzen Welt zum Zeugnis. Schauen Sie, nicht unbedingt, um alle Völker bekehren zu wollen. Gott muss jemanden individuell und einzeln herausrufen aus dieser Welt. Man kann heute nicht alle Völker bekehren wollen. Wer das tut, versteht nicht, was die Bibel lehrt. Aber wir sollen es verkünden zu einem Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Schauen Sie, das ist das Zeichen, was Christus gibt. Die Jünger hatten ihn ja gefragt, was wird das Ende der Welt sein? Was sind die Zeichen für das Ende der Welt? Hier gibt er uns das Zeichen.
Das Evangelium vom Reich Gottes wird in aller Welt gepredigt werden, zu einem Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Aber im gleichen Zeitpunkt sagt er uns noch etwas mehr. Wir lesen in Vers 21. Es wird eine große Bedrängnis sein. Eine große Bedrängnis, eine große Trübsal. Und auch hier wiederum, denken wir an das Erdbeben, von dem wir eben gelesen haben. Es wird ein großes Erdbeben sein, so groß, wie es noch nie gewesen ist. Schauen wir uns an, was Christus hier über die Bedrängnis sagt, über die Trübsal. Es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt. Und auch nicht wieder werden wird. Wir lesen über die vier Reiter der Apokalypse, die ein Viertel aller Menschen töten wird oder werden. Die reiten noch bevor die große Trübsal beginnen wird. Und hier sagt Christus, wenn die große Trübsal kommt, es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nicht gewesen ist, seit Beginn der Welt. Und um deutlich zu machen, wie gewaltig, wie katastrophal, wie schrecklich, wie allvernichtend diese große Trübsal sein wird, da sagt er uns in Vers 22, und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Und wie es richtig übersetzt werden sollte hier, so würde kein Mensch am Leben bleiben. Wenn Christus diese Tage nicht verkürzen würde, dadurch, dass er zurückkommt, um die große Trübsal zu beenden, würde kein Mensch am Leben bleiben. Aber er sagt, um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt werden, sodass es eben Überlebende geben wird. Um der Auserwählten willen, um der wahren Christen willen, die sich aber nicht verleiten haben lassen, abzufallen von der Wahrheit, sondern die ausgeharrt haben bis ans Ende. Um derer willen werden diese Tage verkürzt werden, sodass es Menschen geben wird, die überleben, sodass die Auserwählten über diese Menschen herrschen können im Millennium, ihnen zeigen können, wie man leben soll, damit es zu diesen katastrophalen Ereignissen nie mehr kommen soll. Nun, auch das werden wir noch besprechen. Nicht alle werden sofort von dieser Idee begeistert sein. Viele, die in diesen Kriegen aufgewachsen sind, die nichts kennen als Krieg, werden auch sogar noch zu Anfang des Millenniums versuchen wollen, Krieg zu führen. Aber Gott wird dann sehr schnell mit denen umgehen und denen die Wahrheit klar machen. Schauen wir uns die Parallelstelle in Markus Kapitel 13 an. Markus Kapitel 13 und in Vers 19. Markus Kapitel 13 und Vers 19. Auch hier sagt ja Christus etwas über die Bedrängnis, über diese große Trübsal, die noch kommen wird. In diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist, bis jetzt, vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat. Also hier wird wiederum gleich den Evolutionstheoretikern so ein bisschen ein Stock zwischen die Beine geschoben. Das ist nicht alles so zufällig entstanden. Nein, von Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat. Eine fundamentale Aussage hier. Gott hat die Schöpfung erschaffen. Gott hat alles erschaffen, was es gibt. Das Universum, die Erde, die physische Welt, aber auch die geistige Welt, die Welt der Engel. Gott hat das erschaffen. Und es hat sich nicht alles so entwickelt. Auch diese theoretisch-theokratische Evolutionslehre, die vom orthodoxen Christentum mehr und mehr gelehrt wird, steht im krassesten Widerspruch zur Bibel. Auch das ist eine Verführung, die die Bibel nirgendwo gut heißt. Es sagt, diese Zeit, diese Bedrängnis, die wird sein, wie sie nie gewesen ist. Bis jetzt, vom Anfang der Schöpfung an, die Gott geschaffen hat und die es auch nicht wieder geben wird. Es kann nur eine Zeit sein. Dieselbe Zeit, von der Matthäus spricht. Dieselbe Zeit, von der das Buch Daniel spricht. Schauen wir uns Daniel Kapitel 12 an. Daniel Kapitel 12 und in Vers 1. Daniel Kapitel 12
und Vers 1. Auch hier wird die gleiche Zeit beschrieben, im Buch Daniel. Zu jener Zeit wird Michael der große Engelfürst. Nun, Michael ist ein Erzengel. Ein gewaltiger, hochrangiger Erzengel. Ein Cherub. Einige lehren fälschlich, dass Michael Jesus Christus sei. Oder vielmehr, dass Christus der Michael war, bevor er Mensch wurde. Absoluter Blödsinn. Total eine falsche, unbiblische, gotteslästerliche Lehre. Denn Christus ist höher als alle Engel. Christus war unmöglich. Ein Engel. Christus war die zweite Person innerhalb der Gottfamilie. Gott hat immer schon aus zwei Personen bestanden, dem Vater und dem Sohn. Gott, der Vater, sprach zu dem Sohn, im Anfang lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und wir lesen, dass Gott, der Vater, alles durch Jesus Christus erschaffen hat. Und es war Jesus Christus, der zum Beispiel Michael erschuf. Aber Michael ist ein großer, gewaltiger Engelfürst. Er wird auch im Buch der Offenbarung erwähnt. Interessanterweise wird er im Buch der Offenbarung erwähnt, wo auch Christus erwähnt wird, zeigen, dass es nicht die gleiche Person sein kann. Und so lesen wir hier, zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Auch hier wiederum wird die gleiche Zeitspanne angesprochen, von der Christus nachher in Matthäus und in Markus gesprochen hat und von der wir auch bereits im Buch der Offenbarung gelesen haben, vom fünften Siegel. Aber es gibt Hoffnung. Wir hatten ja gelesen, um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Und hier gibt uns Daniel ähnliche Hoffnung. Er sagt, aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Alle, die im Buche geschrieben stehen. Im Buche des Lebens. Diejenigen, die wahre Christen geworden sind. Deren Namen im Buch des Lebens verzeichnet sind. Die werden gerettet werden. Die werden von dieser Trübsal bewahrt werden. Und es gibt viele Stellen in der Bibel, die das zeigen. Christus sagt ja zum Beispiel, dass er die bewahren wird, die ausgeharrt haben, vor der Stunde der Drangsal, die kommen wird, über alle Welt. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass Christus sagt, wachet alle Zeit und betet, dass ihr würdig erfunden werdet, allem diesen zu entfliehen, was kommen soll. Und dann auch zu stehen vor dem Menschensohn. Und wie gesagt, ich hatte ja auch eine Predigt über dieses ganze Thema bereits schon mal gegeben. Schutz vor der großen Trübsal. Wenn Sie die noch nicht gehört haben oder sich noch einmal anhören wollen, dann tun Sie dies bitte. Ich habe jetzt nicht die Zeit, auf alle diese Stellen einzugehen. Aber mir geht es heute darum, zu zeigen, dass es zu einer großen Trübsal kommen wird. Zunächst einmal, aber nicht ausschließlich, eine Trübsal im Hinblick auf wahre Christen. Ein Märtyrertum wird hier angesprochen. Nun kehren wir zur Offenbarung Kapitel 6 zurück. Und da möchte ich jetzt ein paar Minuten mir die Zeit nehmen, auf diese Vision einzugehen. Die Vision der Seelen unter dem Altar. Wir hatten ja gelesen, dass da also die Seelen unter dem Altar liegen, die sprechen zu Gott und sagen, wie lange sollen wir noch warten, bis du Gerechtigkeit auf dieser Erde widerfahren lässt und Gott sagt, ihr müsst noch eine kurze Zeit warten, bis auch eure anderen Mitknechte getötet werden, um des Namens Christi willen. Und dann wird dieses Märtyrertum ein Ende haben. Nun, einige sagen, das beweist, dass also Menschen, wenn sie sterben, weiterleben. Dass ihre unsterblichen Seelen weiterleben. Die sind letztendlich ja jetzt im Himmel und die liegen vor dem Altar. Also die sind keineswegs tot, und schlafen den Schlaf des Todes, wie die Bibel sonst lehrt. Und ich hatte das deutlich gemacht in vielen Predigten bereits. Sondern hier diese Stelle beweist uns, dass die weiterleben, dass es unsterbliche Seelen gibt, die also weiterleben, die also im Himmel sind. Nun zunächst einmal, wenn wir überhaupt diese Stelle jetzt buchstäblich nehmen wollen, wir werden gleich sehen, dass wir das keineswegs können. Es ist dies eine Vision, die etwas symbolisiert. Aber zunächst einmal heißt es hier keineswegs, dass dieser Altar, vor dem die Seelen liegen, im Himmel ist. Das Gegenteil ist der Fall. Auch selbst in dieser Vision. Es geht um Menschen, die
getötet werden, um des Namens Christi willen, und die werden mit Opfern gleichgestellt, wie damals die Israeliten Opfer erbringen mussten. Vor dem Altar wurde das Blut dieser Opfer ausgegossen. Und diese Opfer waren ja ein Symbol für letztendlich dann das Opfer Jesu Christi. Sie deuteten auf das endgültige Opfer Jesu Christi hin. Diese Opfer im Alten Testament gaben uns keine Vergebung, wie wir das auch bereits schon in einer Predigt behandelt haben. Aber sie machten zumindest sicher und stellten sicher, dass wieder eine Beziehung hergestellt werden konnte zwischen dem, der gesündigt hatte und dann aufgrund der Sünde dieses Opfer brachte, und Gott. Schauen wir uns einmal 2. Mose Kapitel 29 an. 2. Mose Kapitel 29 und in Vers 12, wo deutlich wird, was mit dem Blut der Opfer damals geschah. 2. Mose 29 und in Vers 12. Da lesen wir in Vers 11, du sollst den Stier schlachten vor dem Herrn, vor der Tür der Stiftshütte, und sollst von seinem Blut nehmen und mit deinem Finger an die Hörner des Altars streichen und alles andere Blut an den Fuß des Altars schütten. Und wie uns Kommentare wie zum Beispiel Adam Clarks Commentary to the Bible zeigt, ist das diese Symbolik, die hier zum Ausdruck gebracht werden soll. Es geht hier um einen Altar auf Erden, wie er damals existierte im Zeitpunkt des Alten Testamentes. Und das geopferte Blut wurde vor dem Altar ausgegossen. Und hier wird es jetzt in dieser Vision im Buch der Offenbarung so dargestellt, dass die Menschen, die gestorben sind, so quasi als Opfer vor dem Altar dann halt liegen. Ihr Blut wurde dort ausgegossen. Aber es ist dies eine Vision. Es geht nicht darum, dass hier in Wirklichkeit jetzt Seelen vor einem Altar liegen, ob im Himmel oder auf Erden. Es geht um eine Vision. Es wird hier so dargestellt, dass Menschen gestorben sind und die, in Anführungszeichen, sprechen jetzt zu Gott in dieser Vision und sagen, wie lange müssen wir noch tot hier liegen, bis du uns wieder auferweckst, bis alles dies ein Ende hat. Und Gott sagt, nun weitere werden noch sterben müssen, um meines Namens willen. Und dann wird es ein Ende haben. Schauen wir uns zum Beispiel eine Stelle im Buch Hesekiel an. Wir hatten das auch bereits schon behandelt. Denn das ist nicht das einzige Mal, wo die Bibel in solcher Weise spricht. Hesekiel Kapitel 37 und Vers 11. Hesekiel 37 und Vers 11. Hier geht es um das Haus Israel. Es geht um die, die gestorben sind. Die werden hier verglichen mit Gebeinen, die also jetzt tot sind, tote Menschen. Und Hesekiel in dieser Vision sieht jetzt diese Gebeine. Und dann fragt er, was ist jetzt mit den Gebeinen? Und Gott zeigt ihm, dass das ganze Haus Israel auferweckt werden wird von den Toten. Also die sind jetzt tot, als die Hesekiel in dieser Vision sieht. Aber schauen Sie, was in Vers 11 geschrieben steht, Hesekiel 37. Er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie. Und die sagen, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Aber die sprechen nicht wirklich, die sind tot. Aber es ist dies eine Vision, das wird so dargestellt, als ob die jetzt auf ihre Zukunft warten und meinen, sie hätten keine Zukunft. Und Gott sagt, nein, ich habe euch eine Zukunft vorhergesagt. Auch hier wiederum geht es nur um eine symbolische, figurative Aussage. Schauen wir uns zum Beispiel 1. Mose Kapitel 4 an. 1. Mose Kapitel 4 und in Vers 10. Es ist die Stelle, wo Kain seinen Bruder Abel erschlagen hat. Und jetzt spricht der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagt, natürlich in sehr gehässiger und ablehnender Weise, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und dann lesen wir in Vers 10, Gott aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Nun, das Blut sagt überhaupt nichts. Schauen Sie, es wird dies figurativ dargestellt, dass das Blut eine Stimme habe. Und dieses Blut spricht jetzt zu Gott, klagt jetzt den Kain an. Und auch dies wird wiederum
wiederholt im Buch Hebräer, im Hebräer Kapitel 12, Hebräerbrief Kapitel 12 und Vers 24. Aber sehen wir, wie das alles in figurativer Weise dargestellt wird. Hebräer Kapitel 12 und Vers 24. Da sagt er, der Paulus, zu uns: Ihr seid gekommen, in Vers 24, zu dem Mittler des neuen Bundes, zu Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, jetzt geht es um Christi Blut, das besser redet als des Abels Blut. Aber sowohl das Blut Christi als auch das Blut Abels reden nicht wirklich. Es ist dies eine symbolische Darstellung, die versinnbildlichen etwas, nicht wahr? Der Opfertod Jesu Christi ist natürlich weitaus wichtiger, allgewaltiger, allumfassender als der Opfertod des Abel, wenn man es so sehen will. Der wurde ja auch getötet, geopfert, um seiner Gerechtigkeit willen. Wir lesen ja, dass Abel gerecht war, Kain war ungerecht, und deswegen hat der ungerechte Kain den gerechten Abel erschlagen. Wenn es um die Seelen der Menschen geht, und wir hatten bereits mehrfach gezeigt, dass der Mensch die Seele ist. Der Mensch ist die Seele. Solange wie der Mensch lebt, lebt die Seele. Wenn der Mensch stirbt, ist die Seele tot. Als Adam erschaffen wurde, da war er zunächst einmal ein toter Mensch. Und dann heißt es, dass Gott ihm den Hauch des Lebens einatmete, und dann heißt es, und dann wurde Adam eine lebendige Seele. Vorher war er eine tote Seele. Wir lesen vielfach, dass sogar Tiere mit Seelen beschrieben werden. Wir lesen, dass Kadaver mit Seelen beschrieben werden. Die sind dann eben nicht mehr lebend, die sind tot, tote Wesen. Aber schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 20 an. Was mit den toten Wesen, den toten Seelen geschehen wird, inklusive denen, die in diesem Märtyrertum der großen Trübsal umkommen werden, weil sie sich geweigert haben, falsche Lehren anzunehmen, weil sie sich geweigert haben, von Gott abzufallen, von seiner Wahrheit, und sind deshalb getötet worden. Offenbarung Kapitel 20, und lesen wir Vers 4. Ich sah Throne. Auch hier sieht das der Johannes in einer Vision. Schauen Sie, er sieht etwas, was in der Zukunft geschehen wird. Ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier, dieser falsche, charismatische, politische, militärische Führer eines Vereinigten Staates von Europa, der noch kommen wird, der sich aus von 10 Nationen oder Nationengruppen Herrschaft und Gewalt geben lassen wird, der dann schreckliche Dinge tun wird, der letztendlich die große Trübsal beginnen wird, der in Jerusalem einfallen wird im Nahen Osten, der die Opfer, die von den Juden dann gegeben werden, abschaffen wird. Und er wird begleitet sein von dem falschen Propheten, der dann sich in den Tempel Gottes setzen wird. Ein dritter Tempel, der aller Wahrscheinlichkeit noch gebaut werden muss, vor der Wiederkunft Christi, und dann von sich vorgibt, Gott zu sein. Also hier, es heißt, die eben nicht das Tier angebetet haben und sein Bild. In diesem Falle bezieht sich das Bild auf die religiöse Macht, das Tier auf die politische Macht. Aber die religiöse Macht würde sich ja dann in gewisser Weise dem Tier angleichen, in seiner Struktur, wie sie strukturiert sein wird und bereits ist. Die also nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Das Mahlzeichen des Tieres, auch das ist wichtig zu verstehen, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Aber schauen Sie, das Mahlzeichen des Tieres hat damit zu tun, dass wenn man es nicht hat, dann kann man nicht kaufen und verkaufen. Aber wenn man es hat, dann kann man kaufen und verkaufen. Es geht hier um Tage, an denen man kaufen und verkaufen kann und nicht kaufen und verkaufen kann. An welchem Tag, sagt uns Gott, soll man nicht kaufen und verkaufen? Und an welchem Tag sagt uns die Welt, man soll nicht kaufen und verkaufen? Verstehen wir, was mit dem Mahlzeichen des Tieres hier gemeint ist? Und die wahren Christen, die werden dieses Mahlzeichen nicht annehmen. Die werden sich nicht zwingen lassen, an dem Sabbat zu kaufen und zu verkaufen. Und sie werden sich nicht zwingen lassen, einen Sonntag heilig zu halten, von dem die Bibel keineswegs sagt, dass er heilig gehalten werden soll. Aber wie es auch in der Vergangenheit geschehen ist, in der Inquisition, diese Menschen wurden grausam gefoltert und dann umgebracht.
Aber diese hier, die haben nicht angebetet das Tier, sein Bild, sein Zeichen. Die haben es nicht angenommen an ihre Stirn, wo man denkt, auf ihre Hand, mit der man etwas tut. Und die wurden lebendig. Wer wurde lebendig? Die Seelen, heißt es hier. Die Seelen dieser Menschen wurden lebendig. Diese toten Seelen, die in der Vision unter dem Altar liegen, die tot sind, die nicht sprechen können, aber die wurden wieder lebendig und die regierten mit Christus 1000 Jahre, mit anderen Worten während des Millenniums. Schauen Sie, es geht um die Seelen, die gestorben sind, die hingemartert worden sind, die wieder auferweckt werden zum Leben. Und die werden für 1000 Jahre zunächst einmal regieren, aber dann natürlich auch noch weitaus länger. Um zu verstehen, dass es hier bei diesen Seelen unter dem Altar lediglich um eine Vision geht, es sich lediglich um eine Vision handeln kann, überlegen wir Folgendes. Das Buch der Offenbarung ist vielfach in Symbolen geschrieben. Denken wir an die 4 Reiter der Apokalypse. Die reiten ja nicht wirklich, es gibt ja da nicht 4 Reiter, die wirklich reiten, das sind Symbole, die etwas repräsentieren. Wie wir gesehen hatten, die falsche Religion repräsentieren, die Kriege repräsentieren, die Hunger repräsentieren und Seuchen. Wir hatten auch von Jesus Christus gelesen. Der wird in der Bibel, in dem Buch der Offenbarung, vielfach als das Lamm repräsentiert. Der sieht nicht wirklich aus wie ein Lamm. Und so gibt es eben viele Symbole, die etwas repräsentieren. Das Tier wird auch repräsentiert, wie wir noch sehen werden, Offenbarung 13, als ein gewaltiges Tier mit 7 Köpfen, 10 Hörnern und so weiter. Und das gibt es nicht wirklich. Das repräsentiert etwas. Das repräsentiert das römische Reich, das vernichtet werden würde, das aber 10-mal auferstehen würde. Und die 10. Auferstehung, die steht unmittelbar bevor in Europa. So kann das Tier sich auf das System beziehen. Es kann sich aber auch auf den Herrscher beziehen, diesen Führer, diesen letzten Führer, der in Europa noch erstehen wird. Wir lesen im Buch der Offenbarung im 17. Kapitel von einer Frau, die auf einem Tier reitet. Nun, wir wissen, dass es eine religiöse Macht ist. Aber es ist nicht wirklich eine Frau. Auch hier wiederum ein Symbol, das etwas repräsentiert. Und so sehen wir auch hier natürlich, dass es bei den Seelen und dem Altar um eine Repräsentation geht. Es wird so dargestellt, als ob die Menschen, die gestorben sind, jetzt zu Gott reden und ihn bitten, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und Gott sagt denen, okay, ihr müsst noch etwas warten. Wie er den Gebeinen im Buch Ezekiel sagt, ich habe eine Zukunft für euch. Eure Hoffnung ist nicht dahin. Überlegen wir einmal, was es bedeuten würde, wenn dies wahr wäre. Wenn das wirklich nicht nur eine Repräsentation wäre, sondern wahr. Dann hätten wir hier die Seelen von gemarterten Menschen, die also jetzt angeblich nach dieser Idee, dass die unsterbliche Seele in den Himmel geht, jetzt in aller Freude und in Herrlichkeit und in Frieden im Himmel dann sein werden. So stellt das aber hier die Bibel keineswegs dar. Das sind also jetzt Seelen, die liegen vor einem Altar ausgebreitet. Und die müssen jetzt noch lange vor diesem Altar liegen, unfähig irgendetwas zu tun, hilflos. Glauben Sie, das ist die Zukunft der Geretteten? Es ist eine Vision. Es ist dies eine figurative Erklärung dessen, was gekommen ist, was noch kommen wird. Es geht um die große Trübsal. Gott will lediglich hier zeigen, es kommt noch zu einem weiteren Märtyrertum der Heiligen. Aber es geht nicht nur bei der großen Trübsal um ein Märtyrertum der Heiligen. Schauen Sie, es geht nämlich auch um etwas weiteres. Und ich hatte dies auch bereits schon in einigen Predigten behandelt, als ich von den USA und Großbritannien in der Prophezeiung und in der Bibel gesprochen habe. Denn wenn Christus hier von Israel spricht, wenn die Bibel von Israel spricht, die durch diese große Trübsal gehen muss, dann geht es um 2 Faktoren. Es geht um das geistliche Israel, ohne Frage, wie wir gesehen haben. Es geht um ein Märtyrertum wahrer Christen, die das geistliche Israel geworden sind. Aber es geht eben auch um das physische Israel. Und wenn ich vom physischen Israel spreche, meine ich jetzt nicht nur Juda oder den Staat Israel im Nahen Osten, der ist mit eingeschlossen. Aber es geht um alle Nachfahren Israels. Der Israel hatte ja 12 Söhne, wie wir wissen. Und heute finden wir Nachfahren
des alten Hauses Israel, hauptsächlich in Ländern wie Großbritannien, Amerika, Australien, Neuseeland, Kanada, auch noch in Südafrika, auch noch im früheren Rhodesien. Die große Trübsal, die durch das Tier eingeleitet werden wird, und das Tier ist natürlich unter der Einflussnahme von Satan, dem Teufel, wie wir wissen. Diese große Trübsal bezieht sich eben auch auf die physischen Nachfahren des Hauses Israel. Ich möchte dies einmal kurz durch einige Stellen verdeutlichen. Zunächst einmal kehren wir zurück zu Matthäus Kapitel 24 und lesen wir in Vers 15, was geschrieben wird, um deutlich zu machen, dass es nicht nur um das geistliche Israel gehen kann. Es heißt in Vers 15, und wenn ihr nun sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen, an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf, alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Nun, das Gräuelbild der Verwüstung, wenn Sie sich das Buch Daniel anschauen, bezieht sich auf eine Statue, die damals der Antiochos Epiphanes errichtet hat. Und er hat diese Statue in den Tempel Gottes getan. Und er hat dann auf dem Altar Schweineblut geopfert. Und er hat auch mit großem Grimm und Zorn Krieg geführt gegen die Juden. Und es gab dann viele, die sich ihm durch Schmeichelei angegliedert haben. Aber die, die es nicht taten, die hat er in gewaltiger Weise durch seine Armeen umbringen lassen. Und das ist das, worauf Christus hier eingeht. Er spricht von einem Gräuelbild der Verwüstung. Im Lukas-Evangelium heißt es, wenn ihr Jerusalem sehen werdet, umringt von Armeen. Schauen Sie, es geht um ein Gräuel. Denn in beiden Fällen heißt es, dann seht ihr, dass die Verwüstung gekommen ist. Ein Gräuel der Verwüstung. Nun, einige haben geschrieben, ja, Armeen, die hat es immer schon gegeben um Jerusalem herum. Natürlich, aber es geht hier um die europäischen Armeen, die einfallen werden und Jerusalem belagern werden. Und das hat es eben noch nicht gegeben. Durch Kreuzzüge in gewisser Weise schon, aber nicht durch eine konzentrierte Aktion, die von der letzten Auferstehung des Römischen Reiches ausgeht. Wenn ich von dem Römischen Reich spreche, Sie verstehen ja wohl alle, was ich damit meine. Das Römische Reich hat sich mehrmals erneuert. Es wurde dann sogar das Heilige Römische Reich genannt und das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Karl der Große, Otto der Große, Karl der Fünfte, Napoleon, sogar Hitler, Mussolini. Alles dies sind Wiedererweckungen des alten Römischen Reiches und eine neue und letzte Wiederauferstehung steht bevor. Und deswegen warnen wir auch in unseren Sendungen davor, dass wir erkennen, worum es geht. Aber auch da müssen wir aufpassen, dass wir es nicht falsch verstehen. Gott lässt alles dies zu. Ja, die große Trübsal wird der Zorn Satans genannt. Aber Gott lässt es zu. Und er lässt auch zu, dass diese europäische Macht Kriege führen wird und gewinnen wird gegen England, gegen Amerika, gegen andere Staaten. Aber warum? Warum lässt er dies zu? Weil auf einmal jetzt die europäische Macht so viel mehr gerecht ist als die Nachfahren der Israeliten? Keineswegs. Keineswegs. Alle sind vor Gott schuldig geworden. Alle sind Sünder geworden. Aber Gott lässt es zunächst einmal zu gegenüber den Nachfahren des Hauses Israel, weil die es hätten besser wissen sollen. Denn Gott hatte sich ja damals denen gegenüber offenbart und sonst niemandem. Aber er wird sich dann auch nachher an alle die wenden, die diesen Krieg führen. Und das werden wir auch noch besprechen, denn die sind keineswegs gerechter. Es wird sogar gesagt, dass einige dieser Armeen die schlimmsten unter allen Völkern sein werden. Also wir müssen das schon in der richtigen Perspektive sehen. Aber schauen wir, wie es hier weitergeht in Matthäus Kapitel 24. Wehe den Schwangeren, Vers 19. Wehe den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit. Sicherlich schließt dies die Kirche Gottes mit ein. Aber es geht eben auch nicht nur um die Kirche Gottes. Es geht eben um auch die Nachfahren des Hauses Israel. Lukas Kapitel 21. Lukas Kapitel 21. Die Verse 20 bis 24. Das ist die Stelle, auf die ich eben schon angesprochen habe. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt,
dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer in der Stadt ist, gehe hinaus, und wer auf dem Lande ist, der komme nicht herein. Nun, das hat es als Vorläufer bereits schon gegeben, als damals die Römer unter Titus Jerusalem belagerten. Aber es geht eben nicht um diesen Vorläufer, es geht um eine endzeitliche Prophezeiung. Denn es heißt hier in Vers 22, denn das sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben steht. Das hat noch nicht stattgefunden. Es ist noch nicht alles erfüllt worden, was geschrieben ist. Das wird noch kommen. Vers 23, wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dies Volk kommen. Es geht also nicht nur um Christen, schauen Sie. Zorn über dies Volk wird kommen. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Das wird alles noch kommen müssen. Denn Jerusalem wird noch zertreten werden. Im Buch Sacharja im 14. Kapitel wird davon gesprochen, wie Jerusalem erobert werden wird. In der Zukunft. Und dann wird letztendlich Christus eingreifen, um dieser Belagerung ein Ende zu machen. Die werden weggeführt werden in die Sklaverei. Stellen Sie sich das einmal vor. Moderne Amerikaner, moderne Briten, Australier werden in einem Krieg entweder vernichtet werden oder versklavt werden, in eine Sklaverei geführt werden. Das sagt die Bibel ganz eindeutig. Während der Zeit der großen Trübsal. Aber diese Ereignisse werden natürlich dann andauern. Bis hin zur Wiederkehr Jesu Christi. Schauen wir uns Jeremia Kapitel 30 an. Wie gesagt, vieles von dem, was ich jetzt hier als Wiederholung mehr oder weniger sage, ist ja in den Predigten von mir über Großbritannien, USA in der Bibel bereits erörtert worden. Aber hier kurz zur Erinnerung. Jeremia Kapitel 30 und Vers 10. Darum fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der Herr, und entsetze dich nicht, Israel. Schauen Sie, Israel hieß hier ursprünglich Jakob. Interessant ist, dass Jakob eigentlich immer so sich auf das physische Israel bezieht. Und in manchen Fällen bezieht sich Israel dann, vor allen Dingen wenn Jakob erwähnt wird, auf das geistliche Israel. Jakob, als er noch nicht bekehrt war, und dann Israel, als er bekehrt wurde. Denn Israel wurde ja in dem Augenblick bekehrt, wo er den neuen Namen erhielt, als er dann damals mit Christus gerungen hat, wie wir das ja im ersten Buch Mose lesen. Und so heißt es hier, denn siehe, ich will dich erretten aus fernen Landen. Und deine Nachkommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft. Das ist noch Zukunft. Dass Jakob zurückkehren soll. Zukunft. Jakob ist noch nicht zurückgekehrt. Schauen Sie, die Nachfahren des Hauses Israel sind keineswegs heute im Nahen Osten. Das sind lediglich die Nachfahren des Hauses Juda. Jakob ist noch nicht zurückgekehrt aus Gefangenschaft. Das wird noch kommen. In dem Sinne ist Jakob noch nicht einmal in die Gefangenschaft geraten, von der die Endzeitprophezeiungen sprechen. So heißt es hier, Jakob wird zurückkehren und er wird in Frieden und Sicherheit leben und niemand soll ihn schrecken. Absolut eine Prophezeiung für die Zukunft. Das gilt auch heute nicht für Amerika. Wie kann man sagen, Amerika lebt heute in Frieden und Sicherheit und niemand wird ihn schrecken? Keineswegs der Fall. Keineswegs der Fall für England oder für die anderen Länder. Und so lesen wir in Hosea Kapitel 9. Hosea Kapitel 9 und in Vers 3. Schauen Sie, auch hier, eine sehr wichtige Stelle, dies zu begreifen. Sie sollen nicht bleiben im Lande des Herrn, sondern Ephraim und Manasse waren ja die beiden Söhne Josefs. Und Jakob oder Israel hat ja damals die Söhne Josefs in Ägypten gesegnet und hat gesagt, über ihnen soll mein Name ruhen. Hat sie also adoptiert sozusagen. Das sind also jetzt die eigentlichen Nachfahren in dem Sinne, die hauptsächlichen Nachfahren von Jakob oder Israel. Ephraim und Manasse, wie wir das bereits gesehen hatten. Ephraim bezieht sich heute auf Großbritannien und die Commonwealth-Nationen und Manasse hauptsächlich auf die USA. Schauen Sie, Ephraim muss wieder nach Ägypten und muss in Assyrien Unreines essen. Unreines Fleisch. Einige sagen, ja, das ist ja längst abgeschafft, das braucht man ja nicht mehr zu beachten. Gott sieht das ganz anders hier. Und wir wissen auch, wer Assyrien heute ist.
Die Deutschen sind die Nachfahren, unter anderem, von Assyrien. Und so wird hier klar und deutlich prophezeit, dass Ephraim, Großbritannien hauptsächlich, in Gefangenschaft geraten wird. Und zwar wird es in Deutschland, in den deutschen Gebieten dann gefangen gehalten werden und muss dort unreines Fleisch essen. Schauen Sie, wenn man die Stelle so nimmt, wie sie uns das sagt, ist das ganz klar, was hier beschrieben steht. Hosea Kapitel 13 und Vers 16. Oder sagen wir Kapitel 14 und Vers 1, Offenbarung, Hosea 13, Vers 16 in einigen Übersetzungen. Aber hier in der Lutherbibel ist es Kapitel 14 und Vers 1. Samaria wird wüst werden. Samaria war die Hauptstadt des Nordreiches. Es war die Hauptstadt des Hauses Israel. Jerusalem war damals die Hauptstadt des Hauses Juda. Hier geht es um Samaria, um das Nordreich, um das Haus Israel. Soll wüst werden, denn es ist seinem Gott ungehorsam. Schauen Sie, darum geht es. Die modernen Nachfahren des Hauses Israel sind Gott ungehorsam. Wie natürlich auch die modernen Nachfahren der Assyrer und aller anderen Länder Gott ungehorsam sind. Aber hier bezieht sich Gott hauptsächlich in dieser Stelle auf das Haus Israel. Die sind Gott ungehorsam. Sie sollen durchs Schwert fallen. Und das hört sich jetzt sehr grausam an, aber es ist dies eine Prophezeiung, die der Mensch über sich selbst bringt. Ihre kleinen Kinder werden zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden. Denken wir daran, was Christus sagt. Betet, dass eure Flucht nicht in den Winter falle, und betet für die Schwangeren zu der Zeit, wenn die große Trübsal beginnt. Hier sehen wir warum. Eine schreckliche Zeit ist prophezeit. Schauen wir uns das Buch Amos an. Amos Kapitel 6 und Vers 7. Amos Kapitel 6 und Vers 7. Darum sollen sie nun vorangehen unter denen, die gefangen weggeführt werden, und soll das Schlemmen der Übermütigen aufhören. Von wem ist die Rede? Vers 6. Sie sind nicht bekümmert um den Schaden Josefs. Wer ist Josef? Der Sohn Jakobs, der Vater von Ephraim und Manasse. Also hier werden jetzt Ephraim und Manasse zusammengefasst. Menschen, die kümmern sich nicht darum, wie schrecklich es in der Welt aussieht. Und hier werden hauptsächlich jetzt die Menschen von Amerika und Großbritannien angesprochen, die sich nicht darum kümmern, was für einen unglaublichen Zustand sie über sich selbst gebracht haben. Und Gott sagt, weil das der Fall ist, weil ihr lieber schlemmt, weil ihr lieber, wie es heißt in Vers 5, auf der Harfe spielt, euch Lieder erdichtet wie David, Vers 4, ihr esst die Lämmer aus der Herde, gemästeten Kälber und so weiter und so fort. Und ihr bekümmert euch nicht um den Schaden Josefs. Deswegen wird es letztendlich dazu kommen, dass sie in die Gefangenschaft geführt werden. Aber wie wir dies bereits in Predigten behandelt haben, diejenigen, die sie in Gefangenschaft führen, werden auch nicht davon kommen. Denn Gott wird sich auch an die wenden, aber das werden wir in weiteren Predigten noch einmal im Hinblick auf die Zeitabfolge dieser Ereignisse behandeln. Und nun schauen wir uns noch zum Schluss in diesem Zusammenhang Amos Kapitel 7 und Vers 17 an. Amos Kapitel 7 und Vers 17. Auch das ist eine sehr grausam klingende Prophezeiung, aber es ist eben eine Prophezeiung, die uns zeigt, was geschehen wird, weil der Mensch so lebt, wie er lebt. Darum spricht der Herr, deine Frau wird in der Stadt zur Hure werden. Und wie oft hat man dies in Kriegszeiten erlebt, wo sich also dann Frauen den siegreichen Soldaten hingegeben haben. Deine Frau wird in der Stadt zur Hure werden, und deine Söhne und Töchter sollen durchs Schwert fallen, und dein Acker soll mit der Messschnur ausgeteilt werden. Du aber sollst in einem unreinen Lande sterben, und Israel soll aus seinem Lande vertrieben werden. Und so gibt es natürlich noch viele, viele weitere Stellen, die uns zeigen, was in der großen Trübsal geschehen wird. Es wird von der Angst Jakobs gesprochen, während dieser Zeit der großen Trübsal. Das heißt aber auch, dass Jakob aus dieser Zeit heraus errettet werden wird in der Zukunft. Aber um den zeitlichen Zusammenhang uns kurz noch anzuschauen. Es geht darum, dass wenn diese große Trübsal beginnt, wenn es nicht nur um ein Märtyrertum geht der wahren Christen, sondern auch um einen Angriff auf das physische Haus Israel,
und das Haus Juda. Schauen wir uns an, was Gott sagt, was geschehen wird. Im Buch Ezekiel, Kapitel 6 und Vers 6. Und denken wir daran, meine Damen und Herren, dass wir bereits von den vier Reitern der Apokalypse gelesen haben, die ein Viertel aller Menschen töten wird. Und nun lesen wir, was hier geschieht, was während der großen Trübsal geschehen wird. Mit den übrigen drei Vierteln sozusagen. Einigen von denen, natürlich nicht alle hier, denn es wird noch weitere Kriege geben, die sich an die große Trübsal, wenn die begonnen hat, anschließen werden. Aber hier in Ezekiel Kapitel 6 und in Vers 6. Überall, wo ihr wohnt, und es geht hier um das moderne Haus Israel, denn Ezekiel sprach ja zu einer Zeit zu dem Haus Israel, als das bereits schon längst in der Gefangenschaft war. Es geht nicht um das damalige Haus Israel, das war bereits schon von den Assyrern gefangen genommen worden. Nein, es geht um ein zukünftiges Haus Israel oder die Nachfahren. Überall, wo ihr wohnt, sollen die Städte verwüstet und die Opferhöhen zur Einöde werden. Denn man wird eure Altäre wüst und zur Einöde machen und eure Götzen zerbrechen und zunichte machen und eure Räucher oder Rauchopfer sollen zerschlagen und eure Machwerke vertilgen und Erschlagene sollen mitten unter euch daliegen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Aber schauen Sie, überall wo ihr wohnt, sollen die Städte verwüstet werden. Die Städte Amerikas, die Städte Großbritanniens verwüstet werden, sodass da keine lebendigen Menschen ergeben wird? Wie ist das erklärbar als durch nukleare Kriegführung? Und es ist genau das, was die Bibel prophezeit. Die große Trübsal wird nukleare Kriegführung beinhalten. Auch andere Kriegführung, chemische Kriegführung, bakterische Kriegführung, natürlich. Aber eben auch nukleare Kriegführung. Die Atomwaffe wird eingesetzt werden, das sagt uns die Bibel deutlich. Und wenn wir heute von den Ideen hören, dass man zum Beispiel jetzt im Iran einfallen muss, damit die ihre nukleare Waffe nicht bekommen. Denken wir daran, dass andere Nationen auch nukleare Waffen haben. Nukleare Waffen werden gebraucht werden. Im Buch Hosea Kapitel 5 und in Vers 5. Hosea Kapitel 5 und Vers 5 wird uns der Zusammenhang verdeutlicht, wann alles dies geschehen wird. Wir hatten von dem Märtyrertum der Heiligen gelesen. Zum gleichen Zeitpunkt wird auch ein Angriff auf Israel stattfinden und Juda, und zwar im gleichen Zeitpunkt. Schauen Sie, Hosea Kapitel 5, Vers 5. Wieder Israel zeigt seine Hoffart, sein Stolz. Darum sollen Israel und Ephraim fallen, um ihrer Schuld willen. Schauen Sie, Ephraim wiederum, Großbritannien, die Commonwealth-Nationen, aber hier wird auch Israel erwähnt. Mit anderen Worten, die anderen Nachfahren der israelitischen Völker werden ja auch erwähnt. Die werden alle fallen, um ihre Schuld willen. Auch Juda, also das Haus Juda nun, der Staat Israel und andere Juden, die auch in anderen Ländern wohnen, die sollen mit ihnen fallen. Alles wird hier zum gleichen Zeitpunkt geschehen. Die große Trübsal bezieht sich auf eine Zeitspanne, die sich mit dem Martyrertum wahrer Christen beschäftigt, aber auch mit den Nachfahren des Hauses Israel und Juda. Und wenn wir uns die Prophezeiungen anschauen, dann sollten wir erkennen, wenn wir das jetzt vergleichen mit dem, was heute in der Welt herum geschieht, dass wir sehr nahe sind zu dieser Zeit, wird nämlich das Tier herrschen. Und es heißt, wenn das Tier, diese letzte Auferstehung des Römischen Reiches, wenn die sich manifestiert hat in Europa und wenn dann dieser Führer erscheint und sich manifestiert, zusammen mit dem falschen Propheten, die werden nur für sehr, sehr kurze Zeit herrschen. Und es sieht danach aus, dass diese Manifestation bald erfolgen wird. Und wir haben ja auch jetzt bereits in den Nachrichten gesehen, dass England mehr und mehr isoliert wird von der Europäischen Union. Und das zeigt ja, wie sich diese Prophezeiungen entwickeln. Es muss ja so kommen. Denn wie sollte man sonst einen Angriff von Europa auf England erklären können, wenn die Teil von Europa wären? Schauen Sie, alles dies muss so kommen. Es geht nicht darum, dass die einen gerechter sind als die anderen und es geht nicht darum, dass Cameron das Richtige oder das Falsche getan hat oder Merkel oder Sarkozy. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass hier Prophezeiungen erfüllt werden, die erfüllt werden müssen.
damit dies alles eintreten kann. Und ich glaube, Sie werden mir recht geben, meine Damen und Herren, dass die Zeiten andeuten, dass die Zeit, wann alles dies in Erfüllung gehen wird, nicht mehr so weit entfernt sein kann. So, für heute möchte ich mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wir werden in der nächsten Predigt dann mit den weiteren Siegeln im Buch der Offenbarung fortfahren und die Zeitabfolge dann uns näher anschauen, was nach der großen Trübsal geschehen wird und noch bevor der Wiederkunft Jesu Christi. Noch einmal vielen Dank und ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihr Norbert Link für eine Sendung der Kirche des ewigen Gottes.